Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Tag 3. Heute ist es soweit. Ich mache mich gerade ready und dann geht's in den Bikepark Leogang. Das Wetter ist leider nicht ganz so geil wie angesagt, aber vielleicht wird das ja noch. Ich werde jetzt den halben Tag dort sozusagen verbringen, also mir so ein 4-Stunden-Ticket holen. Und dann habe ich noch 2 Fahrten sozusagen mit dem Lift-Ticket vom Hotel. Ja, ich bin richtig aufgeregt und nervös, aber naja, wir treffen gleich den Tan auf dem Parkplatz und den Justin und dann geht's los. Viel Spaß heute auf dem Fahrrad. So Leute, auf dem Weg zum Bikepark. Es kamen uns jetzt schon viele Leute von hinten, also haben uns überholt, weil wir es ganz gemütlich angehen lassen. Das heißt, heute ist ja Freitag, wird wahrscheinlich einfach mehr los sein im Park. Es fühlt sich richtig komisch an, sein Fahrrad irgendwo mit im Ausland zu haben und das so aus dem Auto zu holen, zusammenzubauen, dann zum Bikepark Leogang zu fahren, das fühlt sich richtig unreal an. Ja, nervös bin ich auch immer noch. Nervosität steigt. Ich werde gleich mal ein Lift-Ticket besorgen und dann geht's los. So Leute, es geht los. Wir fahren das erste Mal hoch. Ja, ich bin richtig nervös, ich sage es euch, wie es ist. Wir fahren jetzt erstmal wohl Hangman 2. Der Tan meinte, es ist so ein bisschen wie Flow Country. Aber ich glaube, so Tans Wahrnehmung ist einfach ein bisschen anders, weil er schon ewig auf dem Bike steht und einfach 3 Level, 4 Level 10 oder so über mir fährt. Ja, ich bin auf jeden Fall trotzdem gespannt. Ich lasse es ruhig angehen, weil morgen müssen wir noch abklären. Eventuell noch nach Saalbach, aber das müssen wir noch mal schauen. Über den Wolken soll übrigens kein Nebel sein und ja, bin gespannt. So Leute, wir sind jetzt oben. Jetzt wird's ernst. Boah, ich bin so krass nervös. Ich fahre safe keine schwarze Line heute. Ich habe gerade vom Lift aus kann man die Downhill sehen. Junge, das ist so steil. Anderes Level. Ohne Scheiß. Also ich glaube, Österreich ist eh nochmal eine andere Nummer. Aber ja, wir fahren jetzt erstmal, glaube ich, entspannt Hangman 2. Ja, wie ich schon am Vortag damit gerechnet hatte, waren viele Lines gesperrt. Aber wir sind dann in die Hangman 2 gestartet und meine Hoffnungen, dass es irgendwie eine Flow Country ähnelt, waren ziemlich schnell zunichte gemacht. Denn das ist wirklich alles viel, viel steiler. Auf der GoPro kennt man ja, sieht alles aus wie Kindergarten, aber ihr seht es auch an den Bremswellen. Die Leute bremsen hier so viel, weil selbst wenn du mit Bremse fährst, bist du gefühlt immer noch einfach ultra, ultra schnell unterwegs. Ey, für eine blaue Line, aber... Übrigens nochmal großen Dank an Justin und Tan, dass sie mich hier mitgenommen haben, ganz spontan auf ihren Bikepark-Trip. Und ja, auch danke an alle anderen, die mit dabei waren. Ich kenne leider nicht all eure Namen. Ich weiß nur, das Mädel, was eine Zeit lang vor mir gefahren ist, hieß Lisa. Grüße auch an dich auf jeden Fall. Der zweite Abschnitt, der Hangman 2, der lag mir schon ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass einfach nicht so viele Bremswellen drin sind. Denn ich komme manchmal mit den Bremswellen echt nicht so gut parat. Ich mag es nicht so sehr, wenn es ruppig ist, aber vielleicht muss ich mich da einfach auch ein bisschen mehr noch dran gewöhnen. Thank you.
Also nach den ersten Abfahrten war ziemlich schnell klar, dass hier in Leogang ja man einfach ein paar Tage braucht, um diesen Park kennenzulernen, um sich darauf einzulassen, welche Geschwindigkeiten man hier fahren muss. Und halt auch darauf, dass alles einfach viel, viel steiler ist, viel, viel längere Abfahrten. Österreich muss einfach nicht mit Höhenmetern sparen, so wie wir, und können deswegen einfach die Strecken ganz anders bauen, hatte ich so das Gefühl. Wir wollten allerdings natürlich nicht nur die Flowlines fahren, sondern auch alle anderen Lines, die irgendwie offen hatten. Und deswegen stand als nächstes auf dem Programm die Flying Gangster. Und vor der hatte ich schon mega Respekt. Die haben wir uns schon am Tag vorher gemeinsam angeguckt hier und sind da mal vorbeigelaufen. Aber die zu fahren ist natürlich immer noch eine andere Nummer, als sich das nur von außen anzuschauen. Also hier auf dem Flying Gangster war ziemlich schnell klar, dass man einfach wirklich laufen lassen muss, um über alle Tables drüber zu kommen. Hier sind wirklich die Tables ordentlich groß, das sieht man auf der GoPro gar nicht so sehr. Und auch die ganzen Wall Rides sind da nicht ohne Grund, sondern dafür, dass man das einfach ordentlich mit Tempo fahren kann. Leider habe ich mir das an dem Tag nicht wirklich so zugetraut, da auch die Wall Rides ja ziemlich slippy ausgesehen haben. Aber naja, Spaß hat's trotzdem gemacht. Zur Info, wir fahren ja gleich in den Tunnel rein. Ja. Tunnel sind manchmal, vor allem der jetzt gleich kommt, slippy. Lieber vorher bremsen als da drin. Kannst du wieso? Weil da bin ich einmal schön einfach weggerutscht. Ich glaube, da ich zu schnell bin, muss ich mir keine Sorgen machen. Ja, das denke ich mir auch. Trotzdem. Okay. Und dieses wunderschöne Panorama, was man hier in Leogang hat, auf diesen riesen Berg mit der Schneekuppe, ja, das konnte ich auch erst in den Videos bewundern, denn während ich hier runtergefahren bin, hatte ich keine Zeit, mich auf irgendwie Panorama irgendwie zu konzentrieren. Die Line, die Tan und Justin so gepriesen haben, war der Knappentrail. Und dahin haben wir uns jetzt auf den Weg gemacht. Das ist ein Enduro-Trail, der nicht so sehr auf Speed ausgelegt ist und eher ziemlich technisch ist. Ich war auf jeden Fall ziemlich happy, dass der Tan sich die Mühe gemacht hat, mich hier durchzuguiden. Er ist übrigens auch auf YouTube verfügbar, beziehungsweise vertreten. Also checkt den gerne mal ab. Ich packe den Link hier mit unten in die Beschreibung. Bereit, Daniel? Yes. Ja.
Der Knappentrail sieht natürlich auch wieder hier auf der GoPro aus wie Kindergarten. Aber hier waren ein paar Kurven bei und ein paar Passagen, wo ich wirklich über mich hinauswachsen musste und die mir sozusagen den Tag richtig versüßt haben, weil ich einfach mal wieder über mich hinauswachsen konnte. Ja, das sieht von hier auch schon so wild aus. Kriegst du easy hin. Okay, weiß ich. Let's go. Richtig crazy, ich habe eine ganz andere Linie genommen als du. Aber hat trotzdem funktioniert. Hat funktioniert, ja. Ja, der ist jetzt schon... Deswegen Bremse bei so Stellen... Offen. Genau, oder halt schleifen lassen, nicht komplett durchziehen. Aber dann fängst du an zu rutschen. Das ist jetzt schon Challenge. Das Ziel ist, wenn du willst, kann ich das davon nochmal anhalten. Ach krass! es war einfach ganz easy. Nicht die Bremse dort rollen lassen. Sauber! Hier wird jetzt ein bisschen steiler, wird rutschig werden, aber kein Problem. Das kriegst du auf jeden Fall hin. Sehr geil. Ah, krass. Yes, danke. Also hier ist quasi Easy Line. Die brauchst du, glaube ich, gar nicht. Umsetzen, bitte. Pass auf. Ab dieser Stelle kannst du einfach darauf achten, wo du diese leichte Rechtskurve fährst. Neutral auf dem Rad stehen. Ja. Guck einfach, dass du relativ weit oben fährst. Sieht vielleicht komisch aus. Dein Vorderrad wird auf jeden Fall hier sein, wo kein Maschendraht ist. Lass die Bremse offen. Einfach Arsch nach hinten. Und dann lässt du dich einfach, wie als wenn du eine normale Kurve fährst. So. So viel dazu. Wenn du darauf achtest, passiert dir auf jeden Fall nichts. Und dann ist eine Holzbrücke nach oben. Ja. Nicht springen versuchen oder so. Fahr einfach oben drüber, weil danach wird es nochmal tricky. Aber das gucken wir uns gleich dann an. Ready? Fahren wir es mal an. Du ich kannst ruhig... auch ganz entspanntes Tempo dahin. Ja. Ja. Schaffst du. Schön weit auf die Linie. Durchziehen und einfach rein. Ah, ich hab Kurve verkackt. Ah. Leider konnte ich diese Stelle hier nicht meistern. Trotz aller Bemühungen vom Tarn war mir das irgendwie nicht geheuer. Obwohl ich irgendwie das Ganze gerne geschafft hätte, wollte ich da irgendwie kein Risiko eingehen. Und ich war auch irgendwie zu wackelig auf den Beinen. Die Nervosität des ganzen Bikepark-Feelings hier in Leogang steckte mir irgendwie doch schon in den Knochen und deswegen habe ich die Easy Line zusammen mit Justin gewählt. Da bist du runter? Ja. Kann ich verstehen. Die Holzsachen sind gar nicht so rutschig, wie man denkt. Okay, dann. Da ist auch Draht drauf, ne? Ja, ja.
vorbei. Längs vorbei. Ja, ja, hier rutscht man immer weg. Alter! Ja, der sieht wahrscheinlich auch schlimmer aus, als es ist. Hey, bist du jetzt gerade eben schon härtere Sachen gefahren? You ready? Ja. Oh, das kannst du wirklich nicht mehr fahren. Nicht abgestiegen. War nicht schön. Aber nicht abgestiegen. Jetzt ein bisschen Anspruch vorab. Ah, mies. Nachdem ich den knappen Trail dann überlebt habe, wollte ich unbedingt die Flying Gangster Line einmal komplett fahren, weil bisher haben wir so eine Combo nur gefahren und irgendwie waren die 4 Stunden auch ziemlich schnell vorbei. Das bedeutet, mit dem 4-Stunden-Ticket habe ich es vielleicht effektiv geschafft, irgendwie 5 Abfahrten zu machen. Und man muss sich wirklich hier mehr Zeit nehmen, die Strecken genau angucken, sich auf den Park einlassen und naja, einfach mehr Zeit mitbringen. Es ist ja auch irgendwie Urlaub und sollte eigentlich drin sein, da ein bisschen Zeit mitzunehmen. Ab dem letzten Abschnitt, wo Tan und die Jungs schon meinten, der lohnt sich eigentlich nicht so, verließ mich auch irgendwie die Kraft. Und da ich auch gar kein Risiko eingehen wollte auf dieser Strecke und vor allem, weil ich noch einen zweiten Tag losziehen wollte nach Saalbach, habe ich mich auch nach dieser Abfahrt dafür entschieden, das Ganze mal gut sein zu lassen. Ich wollte ja den Park einfach nur ein bisschen kennenlernen und nächstes Jahr im Sommer dann wiederkommen. Mit hoffentlich ein bisschen mehr Skills, mehr Vorbereitung, weniger Angst und ja, noch besserem Wetter hoffentlich. So Leute, seit 3-4 Stunden Bikepark Leogang und mache Schluss für heute, weil ich einfach gemerkt habe, ey, gestern von der Wanderung sind meine Beine noch schlapp, die Lia muss ich ja auch noch irgendwie ein bisschen beschäftigen und ist den ganzen Tag alleine und man muss ehrlich sagen, das ist eine ganz andere Nummer als Deutschland. Also wenn ich mir jetzt die blaue Line Hangman 2, die ist blau,
Wenn du die jetzt mit einer blauen Line vergleichst bei uns, ist das einfach was anderes. Also ist einfach alles viel, viel schneller. Ich konnte heute nicht besonders gut glänzen, muss ich ehrlich sagen. Obwohl es auf der Enduro-Line wirklich gut gelaufen ist, die auch rot war. In Deutschland wäre die schwarz safe. Bis auf dieses eine Stück bin ich ja die meisten Sachen gefahren. Und ja, also das hat mich positiv überrascht. Das ist auch so mein Goal für heute, was ich als Erfolg werten kann. Was Sprünge angeht, ja, habe ich ordentlich verkackt heute. Aber egal. Es war ein krasses Erlebnis, hier im Bikepark zu sein. Und entweder gehe ich morgen hier nochmal ein paar Abfahrten machen oder, wenn ich Glück habe, ist in Saalbach morgen nochmal offen. Das heißt, nochmal ein paar Lines befahrbar und dann werden wir uns Saalbach anschauen und da nochmal eine entspannende Runde touren. Yes, lasst gerne ein Abo da, Leute. Ihr wisst, diese Woche gibt's Daily Content und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Checkt einmal den View hier. Heute ist der Berg das erste Mal frei. Den muss ich euch jetzt noch kurz zeigen. Einen Moment. Der sieht von oben einfach noch krasser aus. Okay, jetzt aber Feierabend. Bis morgen, Leute.